Sieg im Hammerwurf, Kirsten Vogt. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Du hast 59,05 Meter, also weiter in Grosseto. Ja. Hab ich. Ja, aber in Grosseto, auch da toller Wettkampf. Immerhin Fünfte, ganz zum Schluss bist du da erst richtig ins Rollen gekommen. Ja, leider erst zum Schluss. Ich hätte gern früher schon mit den Weiten, also weiter geworfen, aber ich bin erst zum Schluss zum Rollen gekommen. Ihr habt eine ganz tolle Saison hinter euch, auch eine lange Saison. Man hat das gestern bei deiner Trainingspartnerin Rebecca Thomann, da war so ein bisschen die Luft raus, ich glaube Vierte ist sie geworden, gemerkt. Hast du denn auch gespürt, oh, lange Saison, wird Zeit, dass sie zu Ende geht? Ach nö, es hätte ruhig ein bisschen weitergehen können. Also ich fange jetzt erst an zu starten. Das heißt, es kommen noch ein paar Wettkämpfe? Nee, leider nicht. Aber im Winter sind Hammerwerfer genauso. Also es gibt Straßenläufer, Langstreckler, die haben im Prinzip das ganze Jahr Saison. Hammerwerfer mittlerweile auch, ne? Ihr könnt also permanent starten. Ja, in der U20 und U18 können wir heute auch im Winter starten. Aber ich denke mal in der U23 nicht so. Und Rasenkraftsport gibt es bei euch nicht? Doch, gibt es schon, aber ich mache das nicht mit. Warum? Steinstoßen? Nee. So. Aber ihr habt eine ganz harmonische, ich glaube sechsköpfige Trainingsgruppe in Berlin. Ja genau, ja. Mit dem Diskuswerfer noch zusammen. Wie läuft da das Programm ab? Wird da nur geworfen oder macht ihr auch so Richtung Athletik? Ja, Athletik, Krafttraining, ein bisschen Sprint, ein bisschen Springen, alles Mögliche. Wie geht's jetzt im Winter im nächsten Jahr weiter? Gibt es da schon Pläne? Noch nicht so ganz. Wir gucken mal, wie das alles wird. Da warten wir mal ab. Kirsten Vogt, die deutsche U20-Meisterin im Hammerwurf. Danke fürs Interview. Danke.